Lass mal gerade zusammenrechnen, wie viele Sterne wir denn bei der Clash-Mesh-Herausforderung bekommen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe die Herausforderung heute schon einmal versucht anzuspielen. Hier also alles Banane, okay. Immerhin 2 Sterne mit ganz, ganz ultra, ultra vielen Prozenten. Reicht aber nicht. Wir sind ja hier nicht im Clankrieg und wir müssen am Ende 15 Sterne haben, um da oben diese wahnsinnschöne abgöttliche Schaufel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das die normale Schaufel ist oder ob das wirklich so eine Ultraschaufel ist. Aber letztendlich brauchen wir 15 Sterne dafür. Und wenn wir jetzt immer nur noch 2 Sterne holen, weil uns das so schwer wird, dann schaffen wir das nicht. Ich habe jetzt 9, 10, 11, 12, 13. Also ich komme dann mal maximal bis zur, ja, bis zu dem, was es da auch immer ist. Ich kann es fast gar nicht erkennen, was es sein soll. Aber die geht ja, glaube ich, noch. Ich muss mal gerade gucken, wie lange die Events eigentlich gehen. Ein Game Army Boost haben wir auch nicht gemacht, weil eigentlich tatsächlich dieser ein Game Army Boost, warum habe ich den jetzt eigentlich nicht gemacht? Weil du kannst sowieso immer relativ zügig angreifen, kannst 2 Angriffe hintereinander machen, dann hast du eh so ein bisschen Pause und das reicht. Clashmash Time, okay, 8 Tage haben wir noch ein bisschen Zeit und den Santa Surprise, den brauchen wir jetzt gleich. Okay. Dann lass mal alles Banane nochmal spielen. Ich habe mir jetzt ein paar Tutorials angeguckt. Das kriege ich auch hin. Obwohl, vielleicht scheitert es bei mir auch am Alter. Weiß man nicht genau, ne? Vielleicht scheitert es bei mir auch am Alter. Keine Ahnung. Okay. Mit diesem Santa Spell, da kann ich eigentlich gar nicht. Hab jetzt aber gesehen, dass die anderen da immer die Infernos mit wegmachen, wenn es denn funktioniert. Wenn es denn funktioniert und wenn wir die 3 hier genau in der Mitte setzen, dann kriegen wir nicht unbedingt die Infernos down. Haben wir, 2 haben wir jetzt nicht gepackt oder 1 haben wir nicht ganz geschafft. Dann rütteln wir uns den rein und gehen, glaube ich, hier unten jetzt mit 2 Mauerbrecher mal rein. Also nehmen wir hier, glaube ich, einen Riesen King mit rein, ihn mit rein, den Warden und lösen hier oben, glaube ich, schon mal. Oh, wieso gehen die denn dahin? Ach so, ja. Okay, das passt. Das passt so. Alles klar. Das passt. Den zweiten Riesen nehmen wir hier mit rein. Und allerdings ist jetzt schon unsere Queen da ganz schön am Deckeln. Okay. Clanburg ist noch nicht rausgekommen. Ich muss jetzt irgendwann die Warden Ability allerdings nehmen. Und jetzt kommt die Clanburg mit raus. Alles klar. Dann setzen wir hier mal 2 Headhunter mit rein und 1, 2 Magier, falls der Lava-Hund jetzt gleich aufgeht, dass wir den in jedem Fall bekommen. Und ich gehe jetzt mit den Hogs mal von hier unten rein. Muss jetzt allerdings, glaube ich, die beiden Sachen hier zünden. Das muss in jedem Fall sein. Und das sieht aber noch ganz gut aus. Hier unten ist natürlich ein bisschen dusselig, dass da die Royal, der Royal Champion hier noch lebt, den muss ich eben mal wegfriesen. Und meine restlichen Hogs, die heile ich hier mal durch. Mal sehen, ob das so funktioniert. Da oben sind die Gifttürme jetzt natürlich aktiv. Das ist ein bisschen dusselig. Wenn nicht sogar ein bisschen unschön, aber der Munilith fällt gerade so. Ich habe noch Helden am Start. Fällt der Munilith? Ja, der Munilith fällt. Das Ding fällt jetzt auch. Und dann müssen wir hier ein bisschen für Hard Clean absorgen. Aber da hinten ist natürlich noch, obwohl es ist noch ein Turm da. Ah, geht doch, glaube ich, so. Okay. Ja, ein kleines bisschen anderer Weg, aber so funktioniert es ganz gut. Und machen wir gleich nochmal auf einen anderen Account, ob das 2-mal hintereinander so funktioniert oder nicht. Ich habe die Hogs jetzt ein bisschen unten verteilt gesetzt, aber 47 Sekunden, das könnte auch jetzt wieder ein Zeitfehl werden. Ne? Ja, da war ich nicht schnell genug. Oder aber man nimmt die Goblins dann unten, aber der Royal Champion ist auch noch da und dann schaffe ich das doch hier. Okay, habe ich mir das doch angeguckt, aber ich habe mir 2 oder 3 Sachen angeschaut. Ich meine, ich kann es nur so machen, ich kann es ja nicht vorher aufnehmen, aber so funktioniert es tatsächlich. Und es gibt aber noch eine andere Variante. Ich sage aber erstmal Return Home. Wir wechseln kurz das Dorf, holen uns hier natürlich den wunderschönen Reward ab. I like it. Aber sowas von. Okay, wir wechseln eben mal das Dorf auf den Avatar. Dann kann er das auch gleich mal machen. Da muss ich das nicht 2-mal hintereinander spielen. Es gab auch eine andere Variante, die hatte ich bei Izu gesehen. Der hat das auch sehr interessant gemacht, aber auf eine ganz andere Art und Weise, die ich ja nicht so wirklich verstehe.
was heißt nicht so wirklich verstehe. Ich verstehe sie schon, aber sie war halt mal so ganz anders und ja, genau das wollte ich sagen. Die ist nämlich anders, weil mein Bogenschütze geht jetzt auch dahin, okay. Und der lockt aber nicht die. Ach so, wir mussten das hier hinten machen, ne? Wir mussten das hier hinten, glaube ich, machen. Ah ja, okay. Wir mussten erstmal die Clanburg hier locken. Aber das dauert alles viel zu lange, Leute. Das dauert alles viel zu lange, würde ich sagen. Und nehmen hier jetzt auch den Santa-Spell. Und setzen hier hinten jetzt einfach eins, zwei Magier, da gesagt. Dahinter nehmen hier King und Queen. Hat er, glaube ich, da oben gezogen. Nachdem wir die ausgelöst haben hier. Die hat er da genommen. Und jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Nehmen hier nochmal die Mauerbrecher mit rein. In der Mitte. Hier den Warden an der Stelle. Und der Magier kann das Ding da machen. Der kann sich darum auch kümmern. Wir nehmen hier die beiden Riesen mit rein. Und nehmen den World Champion hier mit drin. Also eine etwas kleinere, andere Machart, würd ich mal so sagen. Man kann es so machen, man muss es aber nicht so machen. Okay, der letzte Adler geht jetzt auch down. Oh, das war ein bisschen spät. Die Wardenzündung war ein bisschen zu spät gerade. Okay, die Wardenzündung war gerade ein bisschen zu spät. Aber wir können hier trotzdem mit den. Ah, ich muss hier doch zwei Hocks setzen, okay? Ich muss hier doch erst zwei Hocks setzen und ein paar Hocks hier hin. Denn das scheint doch ein bisschen enger zu sein an der Stelle. Die Queen zünde ich mal. Und hier nehmen wir den einen Fries. Und den Gift. Und den Gift noch mit hinzu. Okay, wo gehen die hin? Das ist jetzt die nächste Frage. Wo gehen die hin? Aber ich glaube, das ist dann ein bisschen arg viel. Das ist da jetzt gerade ein bisschen arg viel. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also da muss man schon ein bisschen besser timen. Da hat mir die andere Variante so ein bisschen besser gefallen. Aber wann wir eigentlich was machen. Also hier in der Mitte. Da geht nichts so lange, glaube ich, der World Champion lebt. Wir müssen die Helden einfach länger, bisschen länger arbeiten lassen. Ich werde es jetzt nochmal probieren, aber ich will das jetzt auch nicht so ultra ausschweifen. Denn die Arbeit ruft schon wieder ganz, ganz hart, Leute. Und ja, schade, 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 aber kann man nichts machen. Aber na gut, hier unten stehen immer noch die ganzen Bogenschützentürme. Oben war es halt ein bisschen dumm gelaufen. Ich glaube, wir brauchen doch auf der rechten Seite, brauchen wir doch die Queen. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Wir brauchen doch die Queen auf der anderen Seite. Und dann machen wir nochmal die alte, ich nenne es mal so, die altbewährte Methode. Mit jeweils zwei Mauerbrechern hier. Und wir nehmen hier einen Riesen King, Queen, Warden. Hier ging gerade nicht alles ganz kaputt. Und der Inferno bleibt auch stehen. Ja, super. Perfekt. So liebe ich das schon wieder. Zweimal Headhunter hier mit reingespielt. Zweimal Mauerbrecher noch, die da vielleicht noch ein kleines bisschen weitergehen. Aber noch sieht es ganz gut aus. Wardenfähigkeit können wir jetzt mal bringen, weil der Warden war schon wieder selber im gefährdeten Bereich, würde ich sagen. Und ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wir lösen hier erstmal die Gifttürme aus. Oh, mein Rollchampion hat schon erwischt. Alles klar. Na, so geht's auch nicht. So geht's auch nicht, stelle ich gerade fest. Weil hier leben noch die ganzen Wardenstatuen und die machen ja auch Schaden, wie blöd. Doof. Ja, was heißt doof? Doof will ich jetzt nicht mal ganz so gerne sagen, aber meine Helden kommen da überhaupt nicht weiter. Meine Helden kommen da gar nicht weiter. Hab ich so ein bisschen gerade das Gefühl, dass die gerade so ein bisschen da unten am Schwimmen sind, okay? Aber der King macht das hier unten sehr gut, okay. Wir nehmen, glaube ich, den Magier da mal mit rein. Und, der Monolith wird natürlich schwierig. Der Monolith wird schwer. Ich zünde die Queen mal. In der Hoffnung, dass wir etwas mehr Truppen haben und die Monolithe da hingehen. All in hier jetzt. Einmal all in, dass der Monolith nicht auf meinen Held geht, sondern auf die kleineren Sachen. Hier hinten haben wir, wir haben natürlich noch das Rathaus und den Inferno zu machen. Okay. Das wird, obwohl das ein Single-Inferno, ne? Das ist ein. Ach nee, ist ein Multi auch noch. Okay, da stehen natürlich jetzt alle meine Truppen drin. Ach, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ist auf jeden Fall eine Timing-Sache. Ihr seht das hier, das wird
Auf jeden Fall wieder knapp. Allerdings, die Gifttürme sind jetzt schon wieder geladen. Und hier unten trifft es erstmal den einen Magier. Giftturm geht jetzt zwar weg, aber ihr seht, der Multi gibt jetzt natürlich alles. Wir haben das Harthaus noch nicht mal angehetet, also. Naja. Geht so. Kann man sicherlich anders machen. Ah komm, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Play again. Play again. Wir haben mal angefangen. Lass mal überlegen. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Ach doch, mit den beiden. Mit den dusseligen Santa-Spells hier. Die mal ankommen und mal nicht ankommen, ne? Also, dann wollen wir gar keine Zeit verlieren hier. Und diesmal sind sie beide gefallen. Guck mal einer an. Diesmal sind sie beide gefallen. Perfekt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ging mit rein hier. Ihn mit rein. Worden. Und noch ein Mauerbrecher. Mal sehen, wo der hingeht. Wir brauchen jetzt allerdings auch hier zweimal unseren. Dann nehmen wir den und ein, zwei Magier damit hinterher. Nehmen noch einen Mauerbrecher. Und rütteln hier mal an. Wir rütteln da mal an so ein bisschen. Aber was ist denn eigentlich mit dem Worden los? Wieso verlege ich immer fast den Worden da? Ach, das gibt's doch nicht. Und der Adler fällt da schon wieder nicht. Was ist hier mit den Worden los? Und was geht mit dem King? So, hier haben wir noch den Royal Champion, beziehungsweise ja. Ah, die brauchen da einfach zu lange. Ich verballer natürlich meine Wardenfähigkeit, Leute. Ich verballer hier die Wardenfähigkeit und habe jetzt nicht einen einzigen Hog Rider mehr. Die gehen im Gift kaputt. Ich weiß im Moment nicht, wie ich den Warden da sinnvoll schützen soll. Bin ich ganz ehrlich. Die hilft da zwar noch hart, aber das wird natürlich nicht wirklich nicht reichen. Ich nehme mal hier die Sneakies, mach mal All-In von hier oben. Aber der Munilit wird ein bisschen zu stark sein. Und unten stehen auch noch alle vier Bogenschützentürme. Also so ist es blöd. Ich glaube, so wie ich das erste Mal gemacht habe, alles andere schneidet man mal besser raus. So funktioniert das nicht. Was machen die hier? Was macht denn der hier eigentlich? Was macht der Frosty da? Ah, der tankt den ollen Hund. Das kann nicht wahr sein. Der tankt den ollen Hund, Leute. Das muss ich jetzt mal gerade wirklich belächeln. Okay. Das hat auch wie niedlich. Und der Hund kriegt den nicht kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ah, ich sehe das jetzt gerade. Das ist ja. Oh nö. Der Hund kriegt. Oder schafft der Hund das doch in den 30 Sekunden noch? Das kann nicht wahr sein. Ah, okay. Aber die kleinen Maizi, die gehen immer so ein bisschen auf die Bogenschützentürme. Oh mein Gott. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch so viel Spaß bei dieser Challenge hattet. Aber ich glaube, es war eine der, oder ist das, es ist die schwerste, die wir jetzt bisher hatten. Jetzt die vierte hier. Und ich werde das auf jeden Fall ein bisschen weiter probieren, aber ich muss mich jetzt auch erstmal gerade ein bisschen beruhigen. Das war jetzt gerade ein bisschen zu witzig. Vielleicht gucke ich mir nochmal ein, zwei andere Tutorials an, wie man es machen kann, aber ihr seht, wenn ihr das nachspielt, so wie ich es tue, dann bekommt ihr das sicherlich auch hin. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch keinen Daumen nach oben da. Nicht die Abo-Glocke drücken, sondern ich muss mich noch kurz korrigieren von gestern. Gestern habe ich euch richtig viel Scheiße erzählt hier. Über die Medaillen hier. Mit den Medaillen kann man im Moment gar nichts machen hier mit den Trophäen. Null. Das, was man hier tatsächlich machen kann, wenn man hier seine Bude verbaut, je nach Level, auch guck mal, ich kann was tun. Okay. Das kam jetzt aber verspätet, ne? Hab ich doch. Ah ne, Avatar. Okay, Avatar. Hat Arthur noch kein Haus? Okay. Arthur ist Level 53 und die unten zeigt an, wir müssen also mindestens Level 70 werden, damit wir dieses Dach hier kaufen können. Und das heißt, wir müssen viel mehr Clan-Gold hier reinspinnen, viel besser in den Clan kriegen werden, dass wir das Maximale rausholen. Ich habe da auch schon Ideen, aber wir nehmen, glaube ich, erstmal dieses Haus hier, das reicht mir. Ja, Mauern, das geht auch nicht. Muss man das einmal durchmachen hier? Das Tutorial oder was?
So, fertig, ich habe mein Haus. Perfekt. Also ich hatte euch gestern wirklich Blödsinn erzählt. Das hängt nicht mit den Medaillen da oben zusammen, sondern mein Level ist hier 53 und mit Level 100 kannst du dir halt das Tollste bauen oder machen. Und kann das eigentlich schon jemand bei uns? Warte mal, mein Clan-Kapitel, Level 73. Nee, kann sich noch gar keiner leisten hier. Hier ist noch gar keiner oder niemand ist hier Level 100. Aber Level 70 haben wir schon. Für 70 gab es auch schon was. Also müssen wir hier auf jeden Fall viel, viel mehr tun. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber auf jeden Fall wollte ich euch das noch mit auf den Weg geben. Aber jetzt könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht!